Und damit starten wir rein in den Tower of Chances, in den ersten Tower of Chances überhaupt. Unser Champion Malte muss seinen Titel verteidigen und das wird für ihn ziemlich hart, weil er auch der Erste ist, der in dieses Match reingegangen ist. Die Regeln erkläre ich gleich. Jetzt lassen wir erstmal den Gegner von ihm zum Ring kommen. Sein Gegner ist nämlich Yuro. Der flog in der Battle Royale in der letzten Episode nämlich als Zweites raus. Deswegen müssen die beiden hier diesen Tower starten. Die Regeln des Towers sind eigentlich recht einfach erklärt. Es ist ein Gauntlet-Match. Das bedeutet, die beiden starten jetzt. Der Gewinner dieses Matches kommt dann in die nächste Runde. Da kommt der nächste in den Ring. Der Gewinner des Matches kommt dann in die nächste Runde und so weiter, bis alle einmal im Ring waren. Yuro packt sich jetzt Malte nach oben. Schöne Powerbomb von Yuro. Und der einzige Unterschied ist noch, dass jedes Match unter 2 out of 3 Falls Regeln bekämpft wird. Das heißt, man muss den Gegner zweimal pinnen, submitten oder DQ'en, um den Sieg zu erhalten. Klingt etwas kompliziert, ist es gar nicht. Malte nutzt jetzt hier gerade seine Kraft. Und das Ganze dient dazu, dass man eben Chances hat. Ganz viele Chances, nämlich 2 pro Match, um nicht eliminiert zu werden. Und mal gucken, ob es hier klappt. Und Malte legt jetzt direkt gegen Yuro los. Hier mit den Fistschlägen ins Gesicht von Yuro. Malte muss auf jeden Fall gucken, dass er sich nicht zu viel Zeit lässt, weil er ja am Ende, wenn er hier gewinnen sollte in dem Match, dann noch gegen 3 weitere antreten muss. Und das wäre natürlich schlecht, die DDT jetzt hier. Ja, so viel dazu. Er lässt sich auch keine Zeit. Er versucht sich hier direkt den ersten Fall zu holen gegen Yuro. Und Sweet Chin Music sitzt perfekt. Vielleicht reicht es auch für den Pin. 1, 2, 3 und 1 zu 0 für Malte. Jetzt gibt es einen schönen Back Suplex von Malte. Stark von Malte. Er hat jetzt wirklich. Die erste Sweet Chin Music hat perfekt gesessen. Dann weiter geschadet von Yuro. Und jetzt gibt es die zweite. Die wird aber geblockt von Yuro. Richtig stark. Und der jetzt mit einem Power Slam. Gut, dass da Yuro gekontert hat. Schöner Takedown jetzt. Oh, jetzt geht's in die Submission, aber das müsste eigentlich ein Rope Break sein. Es sieht nichts aus, als ist es einer. Gefährlich für Malte. Muss er jetzt hier tappen? Dann steht's 1-1. Wie sieht's aus? Malte, kommt er dann nochmal raus? Kommt er nochmal aus der Submission raus? Ja, er schafft es nochmal aus der Submission rauszukommen. Glück gehabt. Aber Yuro geht ins Cover. 1, 2, Malte könnte out sein. Nein, er kommt nochmal raus. Aber er setzt direkt weiter. Wieder in die Submission. Jetzt könnte es gefährlich werden für Malte. Ja, Malte kommt nochmal raus. Aber Yuro nutzt die Chance. 1, 2, 3 und jetzt steht es 1-1. Jetzt wird es gefährlich. Den guten Start, den Malte am Anfang hatte, da konnte er jetzt nicht nachsetzen. Jetzt muss er mal wieder gucken, dass er ins Match reinkommt. Jetzt Superkick. Das meine ich mit reinkommen. Sweet Chin Music wird wieder geblockt. Suplex. Jetzt geht's in die dritte Submission. Ey, das ist wirklich gefährlich. Rope Break. Glück gehabt für Malte. Und geht jetzt in die nächste Submission. Jetzt schadet es den Beinen von Malte. Kommt er hier raus? So, Yuro hört auf, lässt Malte nochmal frei. Aber er könnte natürlich direkt nachsetzen. Schickt jetzt hier Malte in die Ecke mit einem Chop. Und jetzt geht's gegen den Turnbuckle. Jetzt aber Malte kann da kontern. Und es gibt einen Neckbreaker. Wieder aufs Top Rope. Splash jetzt vom Top Rope. Das ist jetzt die Chance, endlich mal wieder zurück ins Match zu finden. Malte trägt jetzt Yuro in die Ecke. Schmeißt ihn wieder durch den Ring. Komm schon, Malte. Du hast zweimal schon verfehlt. Jetzt musst du treffen. Sonst wird das langsam schwierig. Jetzt triffst du die Sweet Chin Music. 1, 2. Ah, oh, Yuro kommt raus. Das gibt es nicht. Superkick wird geblockt. Yuro hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Suplex und noch ein nächster Suplex. Und der hat richtig gesessen. Double Underhook. Suplex wird geblockt von Malte. Und DDT. Komm schon, Malte. Jetzt aber. Beende es. Bitte, Malte. Komm, du kannst damit in die nächste Runde kommen. Versuch's. Treff. Ja, Sweet Chin Music landet. Jetzt komm schon. Komm schon. 1, 2, 3. Und Malte kommt in die nächste Runde. Was ein harter Anfang für dieses Match. Das war ja echt krass. Und jetzt muss Malte direkt weitermachen, denn sein nächster Gegner kommt jetzt schon zum Ring. Der einzige, der noch keine einzige Chance auf den TV Championship hatte, und zwar Lukas. Und der geht jetzt gegen Malte ran. Die Regeln bleiben die gleichen, nur dass Malte halt einen kleinen Nachteil hat, weil er eben schon mal angetreten ist. Jetzt kann Lukas vielleicht danach einen Vorteil ziehen. Oder Malte kommt in die nächste Runde weiter. Mal schauen. Lukas schickt auf jeden Fall jetzt mal Malte in die Ecke. Malte wieder auf den Füßen, wird direkt von Lukas erwischt. Jetzt geht's auf den Boden drauf. Und jetzt geht's mit dem Kopf in die Matte rein. Und jetzt gibt's einen Elbow Drop. Und jetzt schön auf den Arm weiterhin drauf. Lukas hat eine ziemliche Mat-Based-Taktik. Geht hier die ganze Zeit auf die Arme, aufs Bein, aufs Seil mit Malte. Jetzt geht's gegen das Seil. Und jetzt wird Maltes Brustkorb hier gegen die Seile gedrückt. Malte ist noch nicht ganz erholt von dem Match, was er gerade eben hatte. Muss er mal wieder hier einen Weg ins Match reinfinden. Ah, jetzt vielleicht. Konnte kontern. Dragon Screw. Jetzt gibt es aber wieder den Konter von Lukas hier. Und wieder ein Uppercut. Und Lukas prügelt hier Malte in die Ecke rein. Malte kann jetzt mal kontern. Headbutt. Der Headbutt hat aber nichts gebracht. Jetzt gibt es wieder die Chops und. Oh, was ein schönes Knie. Und Malte liegt am Boden. Malte jetzt mit einem Konter. Schöner Suplex. Und Snapmare. Top Rope Action. Und jetzt geht's nach unten. Elbow Drop auf den Rücken von Lukas drauf.
Oh, was ein Knie! Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Es gibt das Cover. Eins, zwei und oh, Malte kommt raus. Dieses Knie habe ich null kommen sehen. Malte in der Ecke lädt sich auf und es gibt die Sweet Chin Music und die trifft. Eins, zwei und es reicht für den ersten Fall. Perfekt. Malte hat jetzt den ersten Fall erhalten, kann jetzt hier vielleicht gleich nachsetzen. Oh, und wie er das kann. Sweet Chin Music Nummer 2 landet perfekt. Und das war's. Malte zieht weiter. Lukas verliert hier. Stark von Malte. Er möchte seinen Titel halt noch verteidigen, ne? Aber gute Leistung auch von Lukas. Es war wirklich knapp zwischendrin. Auch nach dem Knie vor allem. Aber Malte bleibt weiterhin on top. Jetzt ist Malte schon im vorletzten Match. Mraid ist direkt rausgekommen. Mraid jetzt gegen Malte. Drittes Match im Tower of Chances. Und Malte ist ziemlich angeschlagen, wir wissen es. Oh, und Mraid nutzt es gleich aus. Backside Suplex gegen Malte. Vielleicht ist es direkt der erste Fall. Eins, zwei. Und oh, Malte kommt raus. Malte kommt raus, Malte kommt raus. Es ist noch nicht der erste Fall für Mraid. Und Kick in die Brust. Mraid lässt auch nicht locker. Setzt jetzt hier nach. Schönes Knie ins Gesicht von Malte. Der ist halt schon ziemlich angeschlagen. Für den könnte das jetzt immer schwerer werden. Hair Whip. Und schöner Dropkick. Und Mraid bleibt schneller. Hier wieder mit einer Kick-Kombo und einem Uppercut. Und jetzt geht's in der Ecke direkt weiter. Mraid lässt nicht locker. Die Punches in der Ecke rein. Und ein Uppercut noch. Und jetzt geht's auch noch in den Turnbuckle rein. Mraid macht es richtig gut. Echt krass, wie Mraid nicht locker lässt. Jetzt kann Malte vielleicht mal hier ein Opening finden. Nimmt jetzt hier direkt Mraid ins Fireman's Carry nach oben. Und es gibt den Gutbuster. Und wieder aufs Top Rope. Irgendwie geht Malte, sobald er ein Opening ins Match findet, immer aufs Top Rope. Jetzt vom Drop. Oh, Crossbody. Sehr schön. Switchin. Music! Eins, zwei. Oh nein, Mraid kommt raus. Die zweite Person, die heute aus der Switch in Music auskickt. Und noch ein Superkick. Direkt hinterher und er fällt hier in den Pin. Eins, zwei. Und noch ein Kickout. Das gibt's echt nicht. Das gibt's nicht. Die dritte Superkick-Party hier. Und nochmal geht's nach unten für Mraid. Aber das müsste jetzt doch der erste Fall gewesen sein. Und es reicht. 1 zu 0 für Malte. Aber Mraid direkt wieder auf den Beinen. Und was ein Kick. Und Malte legt es direkt auf den Boden. Oh lol. Famouser. Und das könnte es jetzt auch schon gewesen sein. Aber nein. Mraid kontert. Wird auch ausgekontert. German Suplex. Und wieder Top Rope Action. Und Crossbody landet perfekt. Jumping Elbow Drop in der Mitte des Rings. Malte könnte jetzt hier ein Ende finden. Zickzack. Und jetzt kommt das Cover. Eins. Zwei. Und Malte zieht ins Finale des Matches. Das gibt's nicht. Krass. Krass, wie Malte hier durchhält. Hat jetzt alle besiegt und jetzt muss er nur noch gegen eine Person gewinnen. Und dann bleibt er TV-Champion. Oder aber auch Abdel wird neuer TV-Champion. Wir wissen es nicht. Es wird jetzt spannend im Finale dieses Matches. Und wir sind jetzt offiziell im Finale dieser Episode. Es geht offiziell um den TV-Championship. Kann Malte nach dieser absolut genialen Leistung in diesem Titelmatch, in diesem Towers of Chances Match, auch noch den Titel verteidigen gegen Abdel? Oder gewinnt Abdel den Titel? Es geht los. Abdel direkt mit. Oh, mit der Submission. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Malte in Gefahr. Malte in Gefahr direkt in die Submission. Denkt dran, Malte hat schon drei Matches hinter sich, aber er kommt nochmal raus. Hebt jetzt hier Abdel hoch. Verpasst ihm mal direkt ein paar Punches. Malte muss jetzt aufpassen, dass er sich nicht zu sehr ziehen lässt. Er hat schon sehr viel Kraft verloren. Mit Abdel geht es jetzt auf die Seile drauf. Und es gibt eine eigene Submission auch noch von Malte. Eine Half Boston Crab, aber es ist ein Rope Break. Dieser Move hat heute fast jeden eliminiert. Eine einzige Person hat diesen Move nicht eliminiert und er wird gedodged von Abdel. Malte lässt sich davon nicht beeindrucken, nutzt jetzt hier die Seile zur Unterstützung, um Abdel auf die Brust zu treten. Boah, was ein Fist von Abdel. Und jetzt geht's auf die Ecke und Malte setzt direkt nach mit den 10 Punches in der Ecke. Aber Abdel lässt sich davon nicht beeindrucken, hier wieder mit so einem Jumping Punch, ich weiß nicht genau, was es ist, legt jetzt hier direkt nach und drückt den Arm von Malte auf den Boden. Und jetzt gibt es ein paar brutale Faustschläge direkt ins Gesicht von Malte. Der Champion jetzt in Gefahr. Und es geht in die nächste Submission. Triangle Choke. Nach dem Punch ist gegen den Kopf vielleicht schon das Ende. Und der erste Fall für Abdel. Kommt Malte jetzt nochmal raus? Ja, er kontert mit einer Powerbomb. Oder was wird es jetzt hier? Doch, Powerbomb. Aber Malte verliert langsam die Luft. Und jetzt schöner Dropkick. Aber wird ausgekontert wieder von Abdel. Und der nimmt sich Malte in nach oben, schöne Powerbomb. Jetzt geht er noch aufs Bein drauf von Malte. Langsam hat Abdel jedes Körperteil von Malte geschadet. Jetzt gibt es hier den Dropkick. Und den Superkick. Superkick, außer Notwehr. Eins, zwei.
Und der Kickout von Abdel. Malte, jetzt mit dem Zickzack! Zickzack! Aber Abdel ist zu nah an den Seilen. Malte muss jetzt Abdel von den Seilen wegziehen und das könnte eine wichtige Zeit sein, die ihn vielleicht hier das Cover kostet. Eins, da schießt sich das bei zwei, da schießt sich das bei drei und es steht 1-0 für Malte. Ganz wichtig, er muss jetzt direkt nachsetzen, geht jetzt hier in eine sehr kreative Submission und oh, die sieht gefährlich aus, die sieht ganz gefährlich aus. Abdel kämpft jetzt da in der Mitte. Boah, es sieht die böse aus. Auf den Rücken geht hier der Schmerz und auf den Hals. Aber Abdel kommt raus. Wieder mal Top Rope von Malte. Elbow Drop. Direkt ins Cover. Eins, zwei, kann er verteidigen? Ja, Malte verteidigt nach dem Elbow Drop. Die erste Episode, die sich nur um ein einziges Match gekümmert hat. Und was ein Match war das? Malte gewinnt den Tower of Chances, kann seinen TV-Title verteidigen gegen Abdel, gegen Euro, gegen Lukas und gegen Raid in sehr guten Matches. Und am Ende reicht es durch diesen Elbow Drop für den Sieg. Und damit bleibt er TV-Champion. Und ich denke, damit hat er bewiesen, wie stark er ist. Und kann weiterziehen zu den nächsten Gegnern. Und das war ein sehr, sehr schönes Match. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.